Hallo und herzlich willkommen. Ich mache heute einen Marzipan-Dribbel. Dazu habe ich dann jeweils 200 Gramm Marzipan-Rohmasse dreimal. Ich habe zweimal jeweils 200 Gramm Zartbitterkuvertüre und einmal 200 Gramm weiße Kuvertüre. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Als allererstes habe ich die Kuvertüre in Teile zerbrochen in eine saubere Schüssel. Hab das Ganze auf ein Aufklappprogramm und gebe das erstmal für 6 Minuten in die Mikrowelle. Als nächsten Schritt nehme ich immer etwas vom Marzipan, drehe solche Kügelchen und mache die dann zu so Marzipan-Trippeln zusammen. Die Schokolade an sich selber nach 6 Minuten. Ich verrühre sie mal. So. Ich tue sie nochmal für 2 Minuten in die Mikrowelle. Die Schokolade gebe ich nochmal im Aufklappprogramm für circa, ja, so 2 Minuten nochmal rein. In der Zwischenzeit tue ich von Marzipan schon mal die Kügelchen drehen. Die Schokolade war jetzt nochmal 2 Minuten drin. Ich verrühre sie richtig schön glatt. Ja. Genau, damit lassen wir sie erstmal stehen und dann geht es weiter beim Marzipankugeln drehen. Die Marzipankugeln habe ich abgedreht. Ich nehme immer 3 Stück, mache die dann quasi so zusammen, gebe die dann hier rein, werde die dann mit der Gabel quasi tauchen. Ja. Mit der zweiten Gabel gehe ich dann darunter und schlage dann die überschüssige Schokolade ab. Ja, gut. Und dann gebe ich das hier drauf. Ja, genau. Und so mache ich mal alle durch. Von dem Marzipan-Trippel habe ich jetzt schon einige. Die Schokolade ist aber schon ziemlich fest. Das ist nicht so schön zum Tauchen. Ich habe noch ein paar. Ich gebe die nochmal für eine halbe Minute oder für 45 Sekunden in die Mikrowelle. Genau, die Schokolade, wie gesagt, ist ein bisschen zu fest. Ich habe sie wieder im Off-Top-Programm und gebe sie mal für eine, ja, so eine halbe Minute, dreiviertel Minute in die Mikrowelle. Die Schokolade war jetzt nochmal für, ja, so 40 Sekunden in der Mikrowelle. Ich werde jetzt quasi noch die restlichen tauchen und dann geht es gleich weiter zum nächsten Arbeitsschritt. Von dem Marzipan-Trippel habe ich jetzt 43 Stück insgesamt rausgekriegt. Von den 2 Packungen Kuvertüre, also jeweils 200 Gramm, hat es genau gereicht. Als nächstes tue ich dann die weiße Schokolade schmelzen und werde die dann hier drüber dressieren mit einem selbstgemachten Spatzbeutel. Die weiße Kuvertüre habe ich gebrochen in eine saubere Schale, ebenfalls wieder auf ein Off-Top-Programm. Ich gebe es jetzt mal für 4 Minuten rein und lasse es schmelzen. Ich habe jetzt die Schokolade im Endeffekt jeweils 4 Minuten drin. Ja, ich tue es nochmal 1 Minute rein oder maximal 2 Minuten. Und ich versuche mal aus Papier einen Spritzball zu bauen. Ich habe gerade gesehen, ich habe gar kein Backpapier da. Ich probiere es mal mit normalem Papier. Genau, vom normalen Papier, ich probiere es mal. Ich nehme quasi hier die Hälfte. Na, schon ein bisschen gröber. Macht aber nichts. Dann nehme ich den. Ja. Mal schauen. So. Also vom Prinzip her, es geht genauso. Ich werde es dann mal ausprobieren, ob das dann funktioniert. Das zweite Papier nehme ich ebenfalls. Drehe schon mal ein. Ist ein bisschen größer. So. Den tue ich hier wieder rein. Und dann habe ich schon mal 2, ja, provisorische Spritzbeutel. Die Schokolade war noch mal so 1,5 Minuten in der Mikrowelle im Auftaktprogramm. Die ist jetzt richtig schön flüssig. Ich muss sie nur gut zerteilen, dass da keine Stückchen drin sind. So, nehme ich mal den größeren. Nimm das quasi. Befülle das ins normale Papier.
So. Also es dürfte normal funktionieren. Es kommt auch unten schon was raus. So, das reicht. Mache ich den hier quasi zu. Und ja, es funktioniert. Vom Verteilen her, ich gehe quasi drüber und gebe die dann quasi hier so drüber. Ah, ein bisschen runter. So, also wie man sieht, man kann es auch mit normalem Papier machen, aber Backpapier ist halt wesentlich besser. Die restliche Schokolade, die gebe ich quasi hier rein, dass wenn die fest wird, dann tue ich sie quasi in einen Plastikbehälter, dann kann ich das wieder rausnehmen und weiterverarbeiten. Die Marzipantrippel lasse ich jetzt quasi an der Luft trocknen. Ich habe jetzt quasi einmal das Fenster aufgemacht, dass kühle Luft reinkommt und lasse sie dann mindestens eine Stunde lang trocknen. Ja, dann sind wir auch schon durch. Ich wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, euer Daniel. Tschüss!